Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, nachdem wir ja in der letzten Folge den Schlangenschlüssel bekommen haben, wagen wir uns jetzt nach oben in die erste Etage ins Schlafzimmer der Eltern. Aber irgendwie an den Monstern vorbei. Ich habe nämlich keine Flintenmuni mehr. Jetzt hoffe ich, dass die nicht hier überall rumlaufen, diese Viecher. So, Schlangenschlüssel. Ja, und hoffen, dass die jetzt nicht. So, Türe zu. Türe bitte zu. Gut, Dankeschön. Aber was macht schon wieder die Oma hier? Oma, was möchtest du von uns? Ein Kraut. Okay. April 1980. Jack tritt den Marines bei. Okay. Eine leere Schublade. Ja, wir kontrollieren gerade mal hier das Zimmer. Flintenmunition, das ist sehr gut. Zwar nur zwei Stück, aber egal. Was haben wir hier? Einen Dietrich. Der Vorratsraum oder wie die es genannt haben. Finden wir ein Kraut. Was haben wir hier? Eine leere Schublade. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Okay, Main House. Und irgendwas mit dem Krähenschlüssel. Ja. Okay, müssen wir mal gucken. Die können jetzt mehr Objekte tragen. Sehr schön. Was haben wir noch hier? Ein Schatzfoto. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Gut. Okay, viel ist hier nicht. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Wie waren denn die anderen Uhrzeiten? Ich weiß es gar nicht. 10 Uhr? Irgendwie sowas. Ich meine 10 Uhr. Falsch. Ja. Ich hatte noch irgendwas im Kopf, dass ich da mal irgendwas gesehen hatte. Mit 10 Uhr noch was. Das sind so Kleinigkeiten, die merke ich mir. Warum auch immer. Aber was soll ich hier unten? Was ist das für ein Gang? Wo komme ich hier hin? Hier passiert doch bestimmt wieder irgendwas. Hier wird doch wieder irgendetwas passieren. Ja, das denke ich mir auch gerade. Zugangskarte rot. Wir haben die erste Zugangskarte. Verbesserte Pistolenmuni. Blut. Okay. Irgendwie ein Rind oder so. Was hier hängt. Entriegelt. Wo bin ich jetzt hier? Okay. Ich weiß, wo ich bin. Wir sind in der Werkstatt. Und wir haben nur zwei Schuss. Ja, hier war der Verbrennungsraum. Gut, wir haben die erste Zugangskarte. Ist mir. Ja, und somit haben wir keine Munition mehr. Kommt durch hier, durch hier, durch hier. Nee, ich möchte jetzt keine Munition wechseln, sondern einfach nur hier weg. So. Wow.
Einfach nur schnell da weg von diesen Drecksviechern. Und der verfolgt uns echt weit hier. Deswegen gehen wir jetzt einmal hier durch in den Raum, um hoffentlich von dem Vieh weg zu sein. Weil ich habe keine Lust hier zu sterben oder so. So. Jetzt sind wir hier, sind hier in der Eingangshalle wieder. Gehen dann wieder in die erste Etage nach oben und gucken, dass wir ins Kinderzimmer kommen. Ich denke mal, im Kinderzimmer wird die zweite Karte sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Okay. Hallo Monsterlein. Okay, was ist hier passiert? Ich hoffe ja, das war jetzt natürlich dumm, die Munition zu verschwenden. Bitte einmal die Türe zumachen, hießen. Ah komm, mach die Tür zu. Danke. So, was haben wir hier? Es ist kaputt. Okay. Was haben wir hier? Noch eine Schublade. Nochmal ein bisschen Kraut. Oliver, April. Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay. Was ist das hier? Ein Fußball. Pistolen, Munition. Dritter Platz, weiter Junioren Erfinderwettbewerb. Zweiter Platz, dritter Junioren Erfinderwettbewerb. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft 98. Einfach nur ein Baseballschläger. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. April. Dover Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen. Habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit einer Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Okay. Was haben wir hier? Die beste Munition, die wir haben. Okay, er hat es verändert. Was haben wir? Was ist da? Schlau. Schlaues Kind. Wirklich schlaues Kind. Ab hier nach oben. Irgendwo ist doch hier wieder so ein Wackelkopf. Ich wollte schon sagen. Nein, komm hoch, Isa, nicht nach unten. Ah, den müssen wir kaputt schießen. Tannenbaum. Was haben wir hier? Renovierungsvertrag. Also den lese ich jetzt mal nicht vor. Eine Spielzeugaxt. Eine Flintenattrappe. Gut, müssen wir mal nachher gucken, wofür das gut ist. Was haben wir hier? Nichts mehr. Hier ist der Happy Birthday. Was haben wir hier? Starke flüssige Chemikalie. Oh, und schon wieder so ein blödes Puzzle. Ein Puppenhaus, da ist nichts. Urteil, das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Okay. Ja. Hier ist nichts mehr zu holen.
Begeben wir uns an die Statue. Das ging schnell. Das ging wirklich jetzt sehr schnell. Und da ist die Zugangskarte. Die Zugangskarte blau. Das heißt, wir sind hier durch und können ab zu Lucas. Ja, werden dann vorher noch mal gucken. Ja, Inventar komplett gerammelt voll. Werden dann mal. Ah, Moment. Das werden wir noch machen. Somit haben wir das. Falls hier noch mal so ein Vieh kommt. Aber ich habe ja auch die Flintenmunition. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Video mal an. Ja, das Video anschauen. Hier haben wir es. So, Happy Birthday. Experiment. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wen wir spielen. Lucas. Lass mich hier raus, Lukas. Der geht einfach. Okay. Kerze. Okay. Wo bin ich hier? Leckere überlaufene Toilette. Wir haben nichts im Inventar. Gas oder so. Monitore. Gut, hier ist nichts zu holen. Eine Dusche. Okay. Was haben wir hier? Okay, was müssen wir hier machen? Also sind ja schon kuriose Zeichen. Oh gut. Okay, das war jetzt mal geraten. Was haben wir hier? Aufziehschlüssel. Was läuft da für eine Suppe raus? Es lässt sich nicht stopfen. Okay. Ja, also jetzt da mit dieser Puppe, das war Glück im Unglück. Hier. Okay. Ja, jetzt haben wir aber mehr Licht. Sag mal hier. Es kommt kein Wasser heraus. Eklig. Ja, das glaube ich ihm. Mal gespannt, was das Video bedeutet. Fernrohr benutzen. Okay, man sieht gar nichts.
Hier kommt bestimmt der Aufzug, ja. Aber wie bekomme ich die Kerze jetzt wieder an? Okay. Wir gucken hier noch mal rum. F. Ah, so kriegen wir die Kerze an. Die Puppe fühlt sich hart an. Okay. Gut. Was passiert? Ah, der Puppenfinger. Okay. Aber das Fernrohr muss ja auch irgendwas bedeuten. Aber ich habe eine Idee. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht hilft es ja. Ja. Wie ich mir gedacht habe. Ah, und da sieht man dann diese Zeichen, die ich auf gut Glück einfach gemacht habe. Ich wollte eigentlich abbrechen. Aber die Kerze ist auch wieder aus. Die kriegen wir ja hier an. Die Kerze ist dann immer noch mal ein bisschen heller. F. Gut. Ballons. Wir lassen die Ballons platzen. Was liegt da? Ein Ballon. Okay, was brauchen wir hier? Und das Passwort wird es kaum gehen. Ja. Ja, wir haben ja jetzt den Puppenfinger. Der schreibt uns dann bestimmt gleich auf das Passwort. Der hat da ja so ein Buch liegen. Schauen wir mal. Ja, der gibt uns jetzt bestimmt irgendwie das Passwort. Okay, er will irgendwas schreiben und er schreibt uns dann bestimmt da auf den Tisch das Passwort, aber er braucht noch irgendwas. Was hat es hier auf sich? Das würde nichts nützen. Ja, vielleicht der Ballon irgendwie. Gut. Autsch. Okay. Ein Federhalter. Ja, mit einem Federhalter kann er schreiben. Er gibt uns jetzt bestimmt dann das Passwort. Gucken wir mal. Ja. Der schreibt uns jetzt bestimmt das Passwort auf. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt mit dem Passwort, dass er uns da irgendwie tätowiert. Ja, ist das das Passwort? Loser. Versuchen wir einfach mal. Versuchen es einfach mal. Aber Ballons knallen ist auch schön. So. So. Wir versuchen es einfach mal, weil man findet ja sonst eh nichts. Jetzt finde ich das Error nicht. Okay, ja. Gut. Ein richtiges Loch in der Hand. Ventilhandrad. Aber wo haben wir hier ein Ventil? Sagen wir da. Dann die Kerze ist ja wieder aus, glaube ich. Okay, ja, die ist aus. Die Kerze brennt nicht gut. Mal gucken, ob noch Wasser kommt. Nein. Gut. Und dann zünden wir hier wieder die Kerze an.
Was passiert hier? Aua. Er kommt, steh auf. Sowas kann ich gar nicht. Feuer. Wo ist das? Hier. Ah, toll. Da ist alles zu. Ja, wie komme ich hier raus? Er ist verbrannt. Er verbrennt. Lebendig verbrannt. Ja, Happy Birthday. Das ist doch krank. Einfach nur krank. Oh Mann. So, aber wir haben ja die Zugangskarten. So, hier haben wir alles. Das heißt nur noch raus hier. Ah, hier war das Kinderzimmer. Okay. Hab gedacht, da ist irgendwo noch was am Wackeln. So, ich will raus hier. Okay. Telefon. Mann, Mann, Mann. Lukas. Ja, alle warten auf mich. Gut. Wir werden einmal nochmal unser Inventar leeren. Und ich verballer hier meine ganze Munition. Nochmal das Inventar leeren. Hier sind wir ja zum Glück safe. So, hier haben wir die Flintenattrappe. So, das Video haben wir gesehen. Das Schatzfoto. Den Dietrich würde ich jetzt echt tatsächlich mal mitnehmen. So, verbesserte Pistolenmuni lassen wir auch hier. Ja, brauchen wir den Schlangenschlüssel. Gut, zur Not müssen wir ihn holen. Ich nehme aber den Dietrich mit. Wer weiß, wofür der noch gut ist. Die Zugangskarten kommen sowieso weg. So. Ja, komm, verbrennen. Ja. So. Schnell rein hier. Schnell rein hier und hoffen, dass wir hier safe sind. Ja, es scheint fast so. Gehen wir erstmal da runter. Ja, von hier sind wir ja gekommen. Gut, gut. Was passiert hier jetzt? Let's play. Gut, ja. Dann werden wir in der nächsten Folge zusammenspielen mit Lukas. Mal sehen, was draus wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und versprochen, das kostet euch alles nichts. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.